Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich willkommen heißen zu WH Self-Invest auf den IB Days 2016. Herzlichen Dank auch an Michael Vogt für die sehr, sehr gute Organisation heute. Ich war heute Vormittag schon dran mit dem Nanotrader Full um 11 Uhr, wo ich Ihnen unsere Plattform, unsere preisgekrönte Plattform, den Nanotrader Full, näher erklärt habe. Und heute in der Nachmittagssitzung wird es um zwei Strategien gehen. Die werden das heutige Thema sein in den nächsten 40, 50 Minuten. Und zwar zum einen geht es um die Kaufmann Efficiency Ratio Strategie und zum anderen um den Range Leader S&P 500. Doch bevor ich mit den Strategien beginne, möchte ich kurz Ihnen nochmal WH Self-Invest auch vorstellen. Und zwar wurden wir 1998 gegründet in Luxemburg. Und seit dieser Zeit, also seit 18 Jahren, haben wir uns zu einem der renommiertesten Broker, Online-Broker am Markt entwickelt. Wir haben sowohl Niederlassungen in Deutschland, in Frankfurt am Main und in Zürich. Wir sind BaFin reguliert. Und wir bieten aktiven Anlegern und Tradern eine umfangreiche Palette an Finanzprodukten über tausende CFDs, echte Aktien, Zertifikate, Futures und Optionen. All dies kann bei uns getradet werden mit unserer Plattform, dem Nanotrader Full, den es auch als kostenlose Variante gibt, dem Nanotrader Free. Und selbstverständlich bieten wir auch den MT4 an. Ja, WH Self-Invest, wofür stehen wir? Wir stehen für niedrige Gebühren und enge Spreads in Zusammenarbeit mit einer sehr, sehr guten, legendären Plattform, einer preisgekrönten Plattform und einem legendären Service. Legendärer Service, darunter verstehen wir einen deutschen Support in deutscher Sprache von 8 Uhr morgens bis 22 Uhr abends. Genauso gut auch unser Zusatzangebot an Webinaren, Seminaren, was Sie alles auf unserer Homepage auch finden können. Darauf werde ich später noch kurz eingehen und Ihnen das auf unserer Homepage auch noch zeigen, wo Sie das finden können. Also Sie sehen, unser Produktportfolio ist sehr, sehr groß, sehr immens und lässt fast keine Wünsche offen. Ja, nach dieser kurzen Vorstellung von WH Self-Invest möchte ich dann auch mit dem eigentlichen Thema des heutigen Nachmittages beginnen. Und zwar dreht es sich hier um die beiden Strategien, die ich vorhin erwähnt habe. Verzeihung, die sind jetzt aus Versehen. Genau, hier sind sie auch schon. Und zwar einmal das Markteffizienzmodell als Vorbild, die Kaufmann Efficiency Ratio Strategie, und im zweiten Teil wird es sich drehen um den Range Leader S&P 500. Es wird so aussehen, der Ablauf. Ich werde Ihnen immer jeweils die Strategie zuerst in der Theorie vorstellen, anhand von Slides, und Ihnen später dann zeigen, wie kinderleicht Sie diese Strategie dann in der Plattform laden können und auch anwenden können. Wir haben ja nicht nur die beiden vorgefertigten Strategien, sondern weit über 45, 49 an der Zahl, was sich auch stetig erweitert wird. Also Sie sehen, auch da bieten wir einen sehr, sehr guten Service für Interessenten und für unsere Kunden selbstverständlich. Und das sind jetzt nur zwei von diesen momentan 49, die ich Ihnen heute vorstellen werde. Vorab noch dieser kurze Risikohinweis. Ich gehe auch kurz darauf ein, mit der Bitte auch, sich das zu Herzen zu nehmen, was dort steht. Sie handeln hier wirklich mit gehebelten Produkten. Sie sollten sich vorher informieren, ob das für Sie das richtige Instrument ist, ob es auch das geeignete Instrument ist für Sie. Genauso wie jetzt auch bei den beiden Strategien, die ich Ihnen vorstellen werde. Gewinne, die Sie dort jetzt in einer Demo beispielsweise tätigen oder in einer Testplattform gemacht haben, garantieren selbstverständlich keine Gewinne auch in der Zukunft. Also nehmen Sie sich das zu Herzen, denn unser Interesse, gerade im Besonderen das Interesse von WH Self-Invest, liegt auch daran, dass wir an langfristigen Partnerschaften interessiert sind und nicht an kurzlebigen. Ja,
Nun beginnen wir mit der Kaufman Efficiency Ratio. Was ist die Kaufman Efficiency Ratio Strategie? Dann gehe ich kurz darauf ein, wie sie im Detail aussieht. Und später komme ich dann zum Fazit, bevor ich dann in die Plattform wechsle und Ihnen dann kurz zeige, wie sie dort anzuwenden ist. Und zwar die Kaufman Efficiency Ratio Strategie basiert auf Perry Kaufmans Markteffizienzmodell, das er in seinem Buch Smarter Trading, Improving Performance in Changing Markets näher beschrieben hat. Es ist ein interessanter Weg, den Trend eines Finanzinstruments zu identifizieren und zu bestimmen. Ein klassisches Trader-Sprichwort lautet, the trend is your friend, und es impliziert, dass der Handel in Trendrichtung ein sicherer und konservativer Ansatz ist. Um dem Trend zu folgen, ist es jedoch notwendig, den Trend von dem sogenannten ungerichteten Rauschen des Marktes zu trennen, also der zufälligen Bewegung des Marktes zu einem bestimmten Zeitpunkt. Kaufmann benutzt seine Efficiency Ratio, um zu zeigen, ob ein Markt in eine bestimmte Richtung tendiert oder nicht. Geeignet ist diese Strategie für Marktindizes sowie auch für Aktien. Instrumente können sein Futures und CFD. Ist ein Trading-System, was sowohl anwendbar ist im Day-Trading wie auch im Swing-Trading. Der Trading-Rhythmus liegt ungefähr bei 1 bis 3 Signalen pro Tag. Und mit unserer Software, dem Nanotrader, können Sie das selbstverständlich manuell wie auch voll- oder halbautomatisch traden. Ja, der nächste Punkt ist dann, wie sieht diese Strategie im Detail aus? Und zwar die Kaufman Efficiency Ratio ist das Verhältnis zwischen Kursrichtung und Preisvolatilität. Das Ergebnis ist eine Zahl zwischen 1 und minus 1. Dazwischen oszilliert diese Zahl. Der Mittelpunkt liegt bei 0. Bei plus 1 zeigt ein Finanzinstrument einen vollkommen klaren Aufwärtstrend und somit bei minus 1 zeigt ein Finanzinstrument einen vollkommen effizienten Abwärtstrend. Es ist quasi oder praktisch unmöglich, für ein Instrument einen perfekten Wirkungsgrad, sprich die plus 1 oder minus 1 zu erreichen. Aber was sich halt festhalten lässt, ist, je effizienter das Verhältnis, desto deutlicher ist der Trend. Und genau darum geht es. Es geht halt um die möglichst effiziente Erkennung dieses einen Trends. So, hier sehen Sie das jetzt einmal auch grafisch dargestellt. Und zwar, Sie haben jetzt hier in dieser Grafik Werte um 0 und diese zeigen halt viele ziellose Bewegungen, das heißt das Nichtvorhandensein eines Trends. Die Kaufman Efficiency Ratio Strategie kann auf einem 15-Minuten-Chart angewendet werden. Kleinere Zeitrahmen werden von Kaufman nicht empfohlen. Die Strategie kann für das Swing Trading auch auf einem 1-Tageschart generiert werden. Wann wird denn jetzt eine Position eingenommen bei dieser Strategie? Und zwar ein Kaufsignal wird generiert, nachdem der Indikator das plus 0,6 Level überschreitet. Und dann wird eine Long-Position zum Marktpreis gekauft. Ich gehe nochmal eine Folie zurück. Hier sehen Sie es besser. Und zwar hier oben, wo ich jetzt mit der Maus mich bewege, sehen Sie die 0,60. Das ist dieses 0,6er Level. Ab hier spricht dann Kaufmann von einem Kaufsignal und hier unten bei minus 0,6 spricht er von einem Verkaufssignal, also von einer Short-Position. Und somit wird dann auch, wie ich jetzt schon vorweggenommen habe, ein Verkaufssignal generiert, wenn der Indikator das minus 0,6er Level unterschreitet. Und dann auch hier wird eine Verkaufsposition zum Marktpreis verkauft.
Was Sie natürlich dann, wie Sie es vielleicht auch aus unserer Plattform schon gewohnt sind, da ist ja nichts in Stein gemeißelt bei uns. Es ist ja alles sehr, sehr variabel gehalten auch, damit Sie das immer an Ihre eigenen Trader-Vorlieben und Arten auch anpassen können. Somit können Sie das selbstverständlich dann auch in der Designerleiste, in der Plattform später diese Schwellwerte auch Ihrem Gusto anpassen. Das werde ich Ihnen auch gerne später nochmal zeigen. Hier in dieser Grafik hier unten rechts sehen Sie eine Aufnahme von dem Fenster, wie es später dann auch in der Plattform vorzufinden sein wird. So, dieses Bild hier habe ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel herausgesucht. Und zwar zeigt dieses Beispiel ein Kaufsignal, nachdem die Kaufman Efficiency Ratio das 0,6er, das plus 0,6er Level nach oben durchkreuzt hat, also in die grüne Zone eingekehrt ist. Und hier sehen Sie dann auch, dass dann ein Kauf hier markiert mit diesem grünen Pfeil getätigt worden ist. Noch eins vorab, und zwar verwendet das Modell zwei Parameter, einen Long-Schwellenwert und einen Short-Schwellewert. Diese werden durch die Indikatoren definiert, die dieses Modell, das Efficiency Ratio Modell, benutzt. Wie in der Plattform üblich ist halt das Nullsignal sehr bearish, wird zu einem Verkaufssignal führen, wohingegen das 100er dann sehr bullish ist, was zu einem Kaufsignal führen wird. Und 50 ist daher neutral, es wird nichts passieren. Standardmäßig nutzt die zwei Zoneneinstellungen, so nennen wir das, das klassische Überkauf- und Überverkaufsszenario, um Signale zu generieren. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn der Indikator die obere Zone verlässt. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der Indikator die untere Zone verlässt. Dies ist die Standardinterpretation für alle Indikatoren, die das sogenannte Zwei-Zonen-Modell benutzen. Und hier lässt sich jetzt festhalten, dass der Indikator dieser Kaufman Efficiency, also der Efficiency Ratio Indikator von Kaufman, einer anderen Denkweise folgt. Und zwar ist es bei ihm folgendermaßen, dass ein Kaufsignal erzeugt wird, wenn der Indikator in die obere Zone eintritt. Ein Verkaufssignal wird hingegen erzeugt, wenn der Indikator in die untere Zone eintritt. Deswegen wurden die Parameter der beiden Zonen leicht geändert. In 1, Eintritt in die obere Zone, 3, Verlassen der oberen Zone, Eintritt in die untere Zone und das Verlassen der unteren Zone. So, das war jetzt dann nochmal ein theoretischer, kurzer Abspann dazu. Dann die Frage natürlich, wann wird die Position geschlossen? Und zwar, die Strategie vom Kauf benutzt ein Gewinnziel und ein Stop. Und das Gewinnziel ist das Zweifache der Average True Range der letzten 20 Perioden. Der Stop ist ein auf den letzten 10 Perioden basierender Period High Low Stop. Dieser Stopptyp nimmt den Tiefpunkt der letzten 10 Perioden als Stopp für eine Long-Position und als Stopp für eine Short-Position, also eine Verkaufsposition, wird logischerweise der höchste Punkt der letzten 10 Perioden genommen. Und jedes Mal, wenn eine neue Kerze entsteht, also alle 15 Minuten, wird die älteste Kerze nicht mehr mit einbezogen und der Stopp bei Bedarf dann entsprechend angepasst. Ich habe Ihnen jetzt hier ein Beispiel gezeigt, und zwar in diesem Beispiel sehen wir ein Kaufsignal, nachdem der Efficiency Ratio das 0,6er Level gekreuzt hat und dort eingestiegen ist. Zunächst sehen Sie dann, liegt der Stop, wenn Sie jetzt zurückzählen würden, auf dem Tief der letzten, also der 10. Periode, und mit Ablauf der Zeit trailt er wunderbar hinterher, wie Sie das hier auch schön an diesen Stufen
erkennen können. Und das führt dann im Endeffekt zu einem Trailing-Effekt, wie wir ihn auch von einem Trailing-Stop auch kennen können. Und im Endeffekt führt es hier dazu, dass die Position mit einem Gewinn geschlossen worden ist, nachdem das Gewinnziel, das ist hier oben mit dieser grünen Linie in unserer Plattform dargestellt, erreicht worden ist. In dem nächsten Beispiel, was ich Ihnen gerne zeigen möchte, sehen Sie ein Verkaufssignal, nachdem der Indikator in die untere Zone, also in das minus 0,6er Level gefallen ist und dort reingekreuzt ist. Und hier auch zunächst liegt der Stopp auf dem Hochpunkt der letzten 10 Perioden. Also wenn Sie jetzt hier dann sehen und zurückzählen auf die 10., sehen Sie, ist hier das Hoch der letzten 10 Perioden. Dort liegt dann jetzt bei einer Short-Position das Stoppziel. Und mit fortlaufender Zeit folgt der Stopp dem höchsten Punkt der letzten 10 Perioden, auch hier mit dem Ergebnis eines Trailing-Effektes. Und hier wurde dann das Gewinnziel leider nicht erreicht. Der Stopp wird getroffen, nachdem der Markt sich dann hier kurz aufwärts bewegt hat, wodurch die Position mit einem kleinen Verlust geschlossen worden ist. Ich sprach ja vorhin auch, dass es sich auch für Swing Trading eignet, nicht nur für Day Trading eignet. Und hier sehen Sie dann ein Beispiel für einen Swing Trade. Und zwar habe ich mir hier als Beispiel ausgesucht gehabt eine französische Aktie der Air France. Und zwar wird hier ein Kaufsignal generiert, wenn der Efficiency Ratio, das 0,6er Level, hier sehen Sie das schön, nach oben durchkreuzte. Bei der nächsten Markteröffnung wurde eine Long-Position zum Marktpreis auch gekauft. Das Gewinnziel, hier auch grün eingezeichnet, wurde 2 Wochen später erreicht. Zu diesem Zeitpunkt, also 2 Wochen später, war der Stopp auf dem tiefsten Punkt der letzten 10 Perioden bereits über dem Break-Even-Level und somit war es nicht mehr möglich, mit dieser Position noch einen Verlust zu erreichen. Ja, was lässt sich jetzt schlussfolgern zur Efficiency Ratio Strategie von Herr Kaufmann sagen? Und zwar versucht diese einen Trend so gut wie möglich zu identifizieren. Die Positionen werden in Trendrichtung eingenommen. Auf diese Weise folgt der gute Herr Kaufmann dem uralten Sprichwort eines Traders, the trend is your friend. Es ist unserer Meinung nach eine interessante, einfach zu verstehende Strategie, die sowohl für Daytrading, wie gerade gezeigt, als auch für Swing Trading verwendet werden kann, da der Trend im Trading eine ganz entscheidende Rolle spielt, denken wir uns, sollten Sie auf jeden Fall einen Blick auf diese Strategie werfen. Ja, das war es jetzt erstmal im theoretischen Teil zur Kaufmann Efficiency Ratio und nun gehen wir mal in die Plattform hinein und da zeige ich Ihnen mal, wie einfach Sie diese Strategien bei uns in der Plattform anwenden können. Ich habe sie jetzt hier schon mal hochgeladen auf einer Bayer-Aktie, wie Sie gerade sehen. Wir löschen jetzt mal alles raus. Und dann zeige ich Ihnen mal, wie einfach Sie das bei uns machen können. Und zwar, so würde es aussehen, wenn Sie die Plattform zum ersten Mal öffnen. Ich zeige Ihnen jetzt mal ganz geschwind, wie Sie einen Chart aufmachen. Einfach hier links oben auf Chart auswählen gehen. Nun möchten wir uns aussuchen, sagen wir mal eine Allianz-Aktie, nur als Beispiel, damit ich Ihnen was zeigen kann. Dann geben Sie bequem oben hier einfach nur Allianz ein, markieren die blau, bestätigen mit OK und schon ist der Chart geladen. Wir ordnen dann der Aktie, damit wir auch aktiv handeln können, ein Depot zu, sprich ein Konto. Das machen Sie entweder hier rechts über Depot oder hier oben über den Reiter Depot.
Ich mache es immer hier über die rechte Seite, über den Chart. Dort suchen Sie sich jetzt ein Depot aus, was ich jetzt gemacht habe. Und jetzt wären Sie eigentlich schon soweit zu handeln. Und wir machen jetzt Folgendes. Jetzt zeige ich Ihnen, wie einfach Sie wirklich bei uns diese Strategie laden können. Dort gehen Sie dann einfach auf diesen Reiter hier, klicken dort, Verzeihung, das war hier links, auf diesen schwarzen Pfeil, klicken Sie drauf, dann öffnet sich folgendes Subfenster und dort gehen Sie ganz einfach auf Initialanalysen, das neue Fenster öffnet sich, dort gehen Sie auf WHS Strategies und hier sehen Sie jetzt alle schon 49 vorgefertigten Strategien von uns drinnen. Und dort suchen Sie sich dann einfach dementsprechend, welche Sie interessiert, aus. Uns interessiert jetzt hier die Kaufmann Efficiency Ratio. Das heißt, hier unten ist sie auch. WHS Kaufmann IA. Dort klicken wir drauf und Sie sehen, was passiert. Den Rest macht die Station selber. Die ganze Parametrierung, das ganze Laden von den adäquaten Zeiten, von den Period-High-Low-Stops, wie ich sie vorhin gesagt habe, mit dem Profit-Target, alles passiert vollautomatisch, voll vorkonfiguriert, so dass Sie eigentlich sofort mit der Station handeln können. Das Einzige, was da noch übrig bleibt für Sie zu tun, ist, entweder möchten Sie halbautomatisch oder vollautomatisch handeln, dann gehen Sie einfach hier auf den Trade Guard und da haben Sie jetzt hier die Möglichkeit, sich auszusuchen, Trade Guard plus Auto Order, das wäre der halbautomatische Handel heißt. Sie machen den Eintritt manuell und den Rest macht die Station selber. Oder Sie suchen sich ganz bequem aus Auto Order und dann sind Sie im vollautomatischen Handel unterwegs, sodass dann die Station alles selber macht. Sie sehen, wie einfach das war. Das waren jetzt mehr oder weniger nur 3 oder 4 Klicks und schon haben Sie eine tradefähige Strategie geladen mit unserem Nanotrader. Ich sagte vorhin, ja, wenn Sie sich erinnern, dass bei uns nichts in Stein gemeißelt ist. Das heißt, die ganzen Parametrierungen, die hier zugrunde liegen, beim Profit Target beispielsweise, wie viele Perioden mit einberechnet werden sollen bei dem Period High Low Stop und. Das können Sie alles auch verändern, entweder hier direkt im Chart, ganz bequem. Sie klicken einfach drauf auf die 10 und sagen hier bei Minimum Low Periods gehen Sie auf 12 rauf beispielsweise per Mausrad in die Richtung, wohin Sie wollen. Bestätigen mit Enter und schon ist die Veränderung passiert. Auch hier das gleiche dann mit den Max High Periods. Auch hier können Sie das bequem per Mausrad ändern oder auch händisch eingeben. Also Sie sehen, das ist alles sehr, sehr benutzerfreundlich. Sie können da vollkommen Ihren Trading-Angewohnheiten nachgehen und probieren, machen, tun. Ich fordere Sie sogar sehr gerne aktiv auf, das zu tun, indem Sie sich eine Demo bei uns auf der Homepage herunterladen und dort dann einfach diese ganzen Strategien mal ausprobieren. Also das war jetzt die erste gewesen. Sie sehen, wie einfach das funktioniert. Hier unten sehen Sie auch den Efficiency Ratio Indikator, der dann auch automatisch als Subfenster unter dem Hauptchart hier oben eingeblendet wird. Ja, die nächste Strategie, die ich Ihnen gerne zeigen möchte, und dazu wechseln wir dann wieder in den theoretischen Teil, ist der Range Leader S&P 500. Auch hier wird der Aufbau der gleiche sein. Erst kurz eine Erklärung, was ist der Range Leader S&P 500? Und dann kurz gehen wir auf die Strategie im Detail ein und dann schlussendlich zum Fazit. Ja, der Range Leader S&P 500 ist eine Strategie, die Charlie F. Wright 1998 in seinem Buch Trading as a Business vorstellte. Und die Strategie wurde von ihm entwickelt, um Teilzeit-Tradern und Trading-Einsteigern eine
einfache Methodik an die Hand zu geben, um den sehr beliebten S&P 500 Index zu handeln. Anwendbar für Futures wie auch für CFDs. Das Instrument, wo es angewendet wird, wie der Name schon sagt, ist der S&P 500. Der Rhythmus ist beschränkt auf ein Signal pro Tag in einem 30-Minuten-Chart und auch hier selbstverständlich die Möglichkeit, halb wie auch vollautomatisch zu handeln. Ja, was ist denn jetzt genau diese Strategie, der Range Leader S&P 500? Das ist eine Volatilitäts-Breakout-Strategie. Sie basiert auf, wie vorhin schon erwähnt, auf der von Charlie F. Wright beschriebenen Range-Leader-Kerze oder Balken, wenn Sie Balkencharts bevorzugen. Und eine Range-Leader-Kerze hat im Prinzip zwei einfache Charakteristika. Und hier sehen Sie es jetzt, ich habe es jetzt hier als Balken gezeigt, aber der Kerze liegt selbstverständlich das gleiche Prinzip zugrunde. Ich sagte gerade, sie hat zwei einfache Charakteristika. Das erste Kriterium, was für eine Range-Leader-Kerze erfüllt sein muss, ist, dass die Spanne, das sehen Sie hier mit B, wunderbar angezeichnet, muss größer sein als die Spanne der vorherigen Kerze, also dieses A's hier. Somit sehen Sie, was ist das erste Kriterium? Die Spanne muss größer sein als die Spanne der vorherigen Kerze. Und das zweite Kriterium, was erfüllt sein muss, ist, dass der Mittelpunkt, das ist hier mit diesem Kreis gekennzeichnet, der Mittelpunkt, der Schwerpunkt der Kerze muss über dem Hoch der vorherigen Kerze bei Long Trades, wir nennen dies dann auch den Bullish Range Leader, oder natürlich dann umgekehrt für einen Short Trade, oder unter dem Low für Short Trades, wir nennen das dann einen Bearish Range Leader, liegen. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Zwei Charakteristika, die die Kerze haben muss. Zum einen, die Spanne muss größer sein als die Spanne der vorhergehenden Kerze und der Mittelpunkt muss über dem Hoch für Long Trades oder unter dem Low für Short Trades liegen. Dann sind die beiden Kriterien für eine Range Leader Kerze erfüllt. Gut, als nächstes dann, wann wird denn eine Position eingenommen? Und zwar, ein Kaufsignal ist dann ein bullischer Range Leader. Nach dieser Kerze wird zur Eröffnung der nächsten dann eine Long-Position eingenommen. Und ein Verkaufssignal ist ein bearischer Range Leader. Denken Sie an die beiden Kriterien, die ich Ihnen vorhin genannt habe, mit der Spanne und mit dem Schwerpunkt, dem Mittelpunkt. Und ein Verkaufssignal ist dann ein bearischer Range Leader. Nach dieser Kerze wird zur Eröffnung der nächsten eine Short-Position eingenommen. Also Sie sehen, sehr, sehr einfach von der Grundidee her. Die Eröffnung und natürlich genauso wichtig, wann wird die Position geschlossen. Und zwar der Herr Wright, der schützte seine Position ursprünglich mit einem Stop, der einen maximalen Verlust von 500 US-Dollar zuließ. Nur lässt sich halt feststellen, dass sich seit der Zeit, wo er damit begonnen hatte, der Indexstand und die Volatilität des Instrumentes natürlich erheblich geändert haben. Zusätzlich sind sehr viele Trader auch auf den sehr populären Mini-S&P Future umgestiegen. Und um diesem Tribut zu zollen und das auch zu berücksichtigen für die heutige Zeit, haben wir den Stopp auf 20 Ticks, was 250 Dollar entspricht, und das Target auf 40 Ticks, sprich 400
US-Dollar angepasst. Erwähnenswert auch hier noch, dass der Range Leader keine Overnight-Positionen hält. Das heißt also, wenn weder der Stopp noch das Take-Profit erreicht werden, wird die Position vor Handelsschluss zum Marktpreis glattgestellt. Ich habe jetzt hier noch ein, zwei Beispiele mitgebracht, um Ihnen das auch nochmal hier zu veranschaulichen. Und zwar sehen Sie hier in diesem ersten Beispiel eine Short-Position, die nach einem bearischen Range Leader eingenommen worden ist. Der Markt ging nach oben, leider, und die Position wurde jetzt in diesem Beispiel hier mit einem Verlust ausgestoppt. Sie fragen sich vielleicht, was hier dieses lila eingefärbte ist im Hintergrund. Das ist dieser Timefilter, wo dann die Position kurz vor Marktschluss automatisch geschlossen worden wäre. Im nächsten Beispiel sehen Sie zwei aufeinanderfolgende Short-Positionen nach einem bearischen Range Leader. Und hier sehen wir schön, dass der erste, das ist dieser hier, der erreichte das Target hier unten mit der grünen Linie dargestellt und wurde mit einem Gewinn geschlossen. Und die zweite, die eröffnet worden ist, hier hatte weder das Target noch den Stopp erreicht und wurde somit, wie Sie hier sehen, in dem lila eingefärbten Hintergrund dann kurz vor Marktschluss geschlossen. Nun auch noch als drittes und letztes Beispiel mal eine Long-Position, die nach dem Auftreten von einem Bullish Range Leader eingenommen worden ist. Doch auch hier, wie Sie sehen, wurde weder Stopp noch Target erreicht. Stopp hier unten rot eingezeichnet, oben grün das Target. Beides wurde nicht erreicht und somit wurde dann die Position am Marktschluss glattgestellt. Zusammenfassend, bevor ich Ihnen dann auch dann in der Station auch zeige, wie einfach Sie dort auch dann diese Range Leader S&P 500 laden können, lässt sich sagen, sie wurde halt von F. Wright Ende der 90er Jahre des vergangenen Jahrtausends in seinem Buch Trading as a Business vorgestellt. Sie war äußerst beliebt in den Jahren nach der Veröffentlichung. Wright versuchte eine einfache Strategie für Teilzeittrader und auch Einsteiger zu entwickeln. Und uns scheint es so, als ob er dieses Ziel erreicht hätte. Das Range-Leader-Konzept ist in der Tat sehr einfach zu verstehen und auch dementsprechend einfach umzusetzen. Sie sehen, mit der zweiten kamen wir doch wesentlich zügiger durch als mit der ersten. Und deswegen gehen wir jetzt selbstverständlich auch in die Plattform hinein. Hier in der Plattform werde ich Ihnen dann auch jetzt zeigen, wie Sie auch hier ganz einfach und bequem diese Strategie laden können. Das Erste, was Sie tun müssen, ist natürlich einmal den S&P 500 öffnen. Das mache ich jetzt einfach mal hier geschwind über unser, hier haben wir ihn auch schon, hier ist er, der Mini-S&P, da suchen wir uns jetzt den entsprechenden Kontrakt aus. Auch hier sehen Sie jetzt, wir haben uns jetzt den entsprechenden Kontrakt ausgesucht. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist ein Depot dem Ganzen zuordnen und dann ist auch hier die Vorgehensweise die gleiche wie vorhin. Auch hier müssen Sie dann einfach nur auf den Reiter Symbole hinzufügen klicken, dann in dem neu sich öffnenden Fenster auf die Initialanalysen gehen und dort haben Sie dann als fünften Punkt die WHS Strategies und bei diesen WHS Strategies scrollen Sie dann runter, bis Sie dann den Range Leader S&P 500 finden. Hier ist er auch schon. Bei uns heißt er WHS Range Leader. Sie klicken drauf und Sie sehen, was passiert. Vollautomatisch wird die ganze Parametrierung hineingeladen.
sodass dann Ihrem aktiven Handel nichts mehr im Wege steht. Auch hier haben Sie dann die Möglichkeit, selbstverständlich vollautomatisch, halbautomatisch oder auch manuell zu handeln. Und auch hier, wie vorhin schon erwähnt, nichts ist in Stein gemeißelt. Sie können das Profit-Target natürlich anpassen, den Fixed-Stop auch anpassen und. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Probieren Sie es einfach aus, testen Sie es aus. Hier sehen Sie jetzt beispielsweise auch einen Blick auf unsere Plattform, wo ich sie jetzt gerade offen habe. Manche von Ihnen mögen sich jetzt fragen, was jetzt hier rechts zu sehen ist. Das ist das Orderbuch direkt von der Börse. Dort sehen Sie genau, wie viele Kontrakte zu welchem Preis gerade wo angeboten werden. Ein sehr, sehr transparenter Markt, der Futures-Markt, wie Sie sehen. Und auch somit sehr transparent zu handeln. Das wäre es jetzt von meiner Seite her. Ich möchte aber jetzt noch die letzten paar Minuten dazu nutzen, Sie darauf aufmerksam zu machen, wo Sie auf unserer Homepage sich eine Demo auch herunterladen können und das auch testen können. Denn wir haben jetzt kurz nach 3 Uhr um 15.30 Uhr gehen die Amerikaner mit ihren Märkten, öffnen die amerikanischen Märkte, dann können Sie es jetzt direkt ausprobieren. Gerade die Range der S&P 500 beispielsweise, die ich Ihnen gerade erklärt habe in aller Ruhe, ist jetzt ein wunderbarer Zeitpunkt, um das auch jetzt aktiv zu testen und auszuprobieren. Dazu müssten Sie auf unsere Homepage und auf unserer Homepage auf der Startseite bei uns, das ist whselfinvest.de, dort haben Sie dann die Möglichkeit, erstens mal sehen Sie dort die ganzen Produkte, die wir anbieten, CFD, Forex, Futures und Optionen, sowie echte Aktien und auch Zertifikate. Und wenn Sie jetzt den Future S&P testen wollen, dann müssen Sie ganz einfach nur hier bei Futures und Optionen in der Mitte unten auf kostenlose Plattform-Demo klicken, scrollen weiter nach unten. Dann haben Sie hier die kostenlose NanoTrader Full Demo. Dort füllen Sie einfach nur die paar Zeilen aus, gehen auf Gratis-Demo und haben dann erstmal die kostenlose Demo daheim, wo Sie dann das ausprobieren können. Machen Sie es, Sie können in dem Demo-Konto nichts verkehrt machen. Probieren Sie es aus, spielen Sie damit rum, testen Sie auch gerne die anderen Strategien, die wir vorgefertigt auch anbieten, diese finden Sie auch auf unserer Startseite. Hier unter Trading Tools sehen Sie den Punkt 49 Trading Strategien. Wenn Sie dort draufklicken, sehen Sie, wie der Name schon sagt, 49 fix und fertige vorprogrammierte Strategien, die Sie genauso einfach wie ich vorhin diese in die Station laden können und auch ausprobieren können. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Falls Sie jetzt kein Interesse haben sollten an den von mir beiden vorgestellten, der Kaufmann Efficiency Ratio oder dem Range Dealer S&P 500, sondern Sie mehr so jemand sind, der lieber scalpt beispielsweise, hier der LS Histogram Scalper beispielsweise oder auch der wo habe ich ihn gerade gehabt? Ich habe ihn gerade noch gesehen. Genau, das Scalping nach Stéphane Saudutey beispielsweise und. Sie sehen, hier gibt es für jeden Trading-Stil, sei es Scalping, Swing-Trading, Day-Trading, was auch immer, eine Vielzahl von Strategien. Schauen Sie rein, lesen Sie nach, werden Sie fündig. Genauso möchte ich Sie auch auf unser sehr, sehr umfangreiches Webinar und Seminarangebot aufmerksam machen. In 99% der Fälle auch kostenlos. Also nutzen Sie auch hier die Möglichkeit, sich zu informieren. Wenn Sie Interesse haben am Scalping, melden Sie sich an. Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein. Probieren Sie es aus und testen Sie es. Ja, ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wir waren jetzt doch schneller fertig, als die Stunde angedacht war. Trotz allem möchte ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen
restlichen Donnerstagnachmittag. Tschüss.